Hi Leute, willkommen zurück zu Amnesia. Ja, wir sind hier immer noch in unserer super tollen Zelle gefangen. Mit der Scheiße, die uns hier wieder heimsucht. Hier oben ist auch noch ein fetter Brocken, der sich wieder abartigst bewegt. Wie ihr seht, hier habe ich schon eine Plüschjacke an. Es ist nämlich wirklich kalt geworden und also ich habe hier kurz offscreen noch gefühlte 30 Minuten versucht, an diesem Ding rumzureißen, es abzureißen. Natürlich geht es nicht und die Scheiße wird schlimmer. Okay, hier ist überall Zeug. Das heißt, hier können wir nichts machen. So. Einige Ziegelsteine sind lose. Sie können aber nicht mit der Hand entfernt werden. Wie wir uns erinnern, haben wir. Aber eine Eisenstange da rausgerissen und ich will hier echt raus, ne? Boah, was will dieses Zeug schon wieder von uns? Diesen Teil der Wand gibt es nichts? Jawohl. Bist du doof oder was? Hier. Und jetzt? Ach so, hier ist das Ding. Und da sollen wir jetzt durch, ernsthaft. Boah. Ist klar. Nicht schlecht. Aber gut, kommen wir so in die nächste Zelle. Die hoffentlich auf ist. Yep. Nice. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das hat geklappt. Dann wollen wir uns natürlich hier mal umsehen. Na, erstmal in den anderen Zellen. Ist hier noch irgendwie was, sowas. Was haben wir hier denn? Ist das wichtig? Die letzte Notiz des Gefangenen. Das ist wieder richtig viel. Ich lese mal kurz und dann gucken wir. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geheimnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich mich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ja. Okay. Ah, siehste wohl. Da haben wir doch noch eine Runde Öl. Wollen wir gleich mal auffüllen hier. Zwei Stück haben wir. Füll es bitte auf. So, vielen Dank. Checken wir natürlich auch nochmal die anderen Zellen ab. Das waren nur wieder Kakerlaken. Und komm, ich mach euch... Immer diese Schwänze. Was war das bitte? Der ekelt mich an. Warum können wir ihn begrapschen, ja? Hallo, Fuß. Merkwürdig, auf jeden Fall. Na gut, komm. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Hier haben wir die nächste Zelle. Was suchen wir eigentlich nochmal? Ah ja. Das nehmen wir, glaube ich, oder? Ja, uns geht's richtig kacke. Wir suchen etwas... Ah, hölzerner Eimer, genau. Ich glaube, das könnten wir durchaus gebrauchen, um unseren Trank zu brauen, ne? Da an der Mitte ist noch ein Brunnen. Ah, da können wir vielleicht die Sachen reinigen. Da will ich nicht rein. Ach so, in der Zelle waren wir. Das heißt, wir haben sie alle gecheckt. Okay, dann kurbeln wir mal. Huch!
Das geht nicht? Oder was ist los hier? Ja, das ist natürlich logisch, dass man sich so hinstellen muss. Ich glaube, wir müssen Wasser holen. Sage ich doch. Sag mal, würdest du das hier mal... Komische Technik hier gerade. So, okay. Wieder hoch. Na, da hinten ist eine Kakerlake. So, Wassereimer haben wir aufgehoben. Und jetzt können wir das jetzt reinigen hier. Haben wir das jetzt gemacht? Hä? Kombiniere Überreste mit Wassereimer. Ja, das ist... Ach so. Ja, dann halt nicht. Also müssen wir wohl doch hier rein. Nein, müssen wir nicht. Finde einen Schlüssel. Ach so, das stand auch in dem Brief. Warte mal, jetzt erinnere ich mich doch glatt, dass er irgendwas gesagt hat. Mit Schlüssel auf die Rohre fallen lassen. In dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Verlängerung oder so? Können wir hier rauf hüpfen? Wieso nicht? Ach so, ich kann vielleicht Wasser da reingießen. Alter, ich bin richtig... Ist er jetzt wieder reingefallen? Nee, ne? Ach, da ist er hingefallen. Alles klar. Okay. Rostiger Schlüssel aufgenommen. Dann wollen wir den nutzen. Und hereinspaziert. Wohin? Gottes Willen. Hallo. Nee, nicht wieder so ein Weglaufscheiß. Bitte, bitte, nein. Oh mein Gott, doch, es ist Weglaufscheiß. Ich raste aus. Ich und jetzt? Oh Mann. Gut, das werden wir wieder nicht überleben. Meine Spezialität. Weglaufen. Geht nicht. Ist nicht so meins. Scheiße. Okay, also ich verzichte diesmal auf Tür zu machen. Ich verzichte auf Licht. Ich muss hier zusehen. Hervorragend. Scheiße. Komm. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nein, jetzt ist die Scheiße schon wieder leer. Ich sehe überhaupt nichts. Oh Gott, Wasser. Oh, das ist schon wieder richtig stressig hier für mich. Oh, ich kann... Oh, das sieht gut aus. Komm, das schaffen wir. Schnell. Lauf, 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 lauf. Hui. Huiuiuiui. Was für ein Stress. Ich hoffe, das war alles richtig. Als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Aha. Okay. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Wo sind wir jetzt wieder gelandet? Zellen. Ich würde immer noch gerne meinen Trank brauen. Jetzt müssen wir hier wieder... Ich versuche erstmal Licht anzumachen. Hier müssen wir uns scheinbar ein bisschen aufhalten. Was ist da? Nee, kurbel mal hoch.
Okay, wir lesen mal den Brief. Oh, oh. Hä? Ich kann nichts sehen. Was passiert denn jetzt schon wieder? Was? Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. 18th of August, 1839. Tonight. We will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Nein, wir sind draußen jetzt. Ach du Scheiße. Im Wald. Ein Pferd. Visit was unexpected, and Alexander was able to strike down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. Uh-oh. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Okay, wir haben uns auf diesem Hof wohl irgendwelche Gefangenen geholt und das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen. Krasses Ding. Krasses Ding. Was machen wir denn jetzt hier? Das sollte nicht noch einmal versucht werden. Okay. Was ist denn hier? Ich glaube, ich habe schon wieder das Gefühl... Das Gefühl, dass es uns nicht... gut geht. Ich habe keine Laterne mehr. Oh. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende, oder? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach du Scheiße, da ist ganz viel Scheiße. Nein! Guck mal. Ich muss gleich brechen oder so. Ja, ist ja gut. Hör auf, mich anzugreifen. Hä? Hier sieht alles gleich aus gerade. Oh, da kommen wir nicht durch. Es war umsonst. Oh, Leute, die Zeit läuft ab. Ja. Aber hier doch auch. Da ist eine Zunderbuchse noch. Komm, kann ich euch Licht anmachen? Ist hier irgendwo Licht? Nee. Und wir können hier auch nicht durch. Da ist wieder alles zu von dem Zeug. Alles ist zu. Und hier ist alles zugeschüttet. Also im Ernst, was sollen wir jetzt wieder tun? Junge, Junge. Okay, wartet mal. Ich gehe hier nochmal hin. Vielleicht müssen wir da durchlaufen. Ja, ich glaube, da geht's weiter. Passt auf, ich nehme Anlauf und burne durch. Komm. Perfekt. Läuft. Und es ist so duster. Hier ist nirgendwo... Haben wir vielleicht doch noch Öl? Natürlich nicht. Hier bricht, glaube ich, gleich alles zusammen. Ich sehe so krass gar nichts. Alter, was... Wo sind wir denn hier? Hier sind die Lampen kaputt. Ich glaube, ich erkenne das wieder. Ich erkenne das wieder. Hier unten ist doch Agrippa. Aber ich kann kein Licht anmachen. Es tut mir so leid. Agrippa.
Oh Gott, ey. Oh Gott. Guck mal, hier ist alles zerstört. Ah! Oh, oh, oh. Wir können den Trank machen. Wir können den Trank machen. Geil. Oh, komm. Komm, den machen wir schnell noch, würde ich sagen, in dieser Folge. Hitze strömt aus dem Fach. Hm. Keine Ahnung, können wir das da reinstellen? Blut muss gereinigt werden. Ach, ihr mit eurem Reinigungsscheiß. Okay, gut. Hier können wir reinigen. Dann leg mal los. So. Ist noch nicht vollständig. Vielleicht können wir das jetzt kombinieren. Kann so nicht hinzugefügt werden. Ach so, jetzt müssen wir das alles reinigen, oder wie? Um die... Ja, und wie soll das dann gehen? Ich glaube, das müssen wir doch in der nächsten Folge machen. Können wir auch nicht, aber wir können versuchen, das Glas hier reinzustellen. Ach so. Ah, vielleicht können wir jetzt das Zeug da reinlegen. Jawohl, okay. Und die Giftdrüse auch. Na gut, wir probieren mal. Zack, runter. Ah, cool. Noch nicht vollständig. So, wie kriegen wir jetzt den... Wie kriegen wir jetzt diese blöde Drüse? Die Drüse wird nicht helfen, das Gift zu gewinnen. Was denn sonst? Okay, also ich würde sagen, wir machen unseren Trank auf jeden Fall weiter. In der nächsten Folge, wenn ich rausgefunden habe... Hier ist noch was. Der Saft sollte erst aus der Drüse gedrückt werden, wenn sich ein passender Behälter darunter befindet. Logisch. Klar, das ist durchaus logisch. Oh, ist das aufregend? Komm, mach mal. So, komm. Krieg ich das auch richtig rum? Ich hoffe. Perfekt. Geil, wir können jetzt Agrippa retten. Vollständig. So, du Scheiße, du kannst mich mal. Wir gehen jetzt Agrippa retten und das machen wir aber definitiv im nächsten Part. Sonst gibt es wieder übelste Überlänge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Freue mich total darüber und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich ciao, eure Schneckball.